Wie erstellst du eine 360-Grad-3D-Tour von einem Haus oder einer Wohnung? Und wie kannst du dadurch sogar Geld sparen oder vielleicht auch verdienen? Genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it! Hey Lukas Schau, heute im Außeneinsatz. Wir sind hier im Projekthaus Charlie Harper. Das ist ein Triplex, also ein Dreifamilienhaus. Das Haus ist mitten in der Renovierung, beziehungsweise ist jetzt in den letzten Zügen. Zwei Apartments, da hatten wir einen Turnover, heißt das. Das heißt, da sind Tenants, also die Mieter, ausgezogen. Was sind die Fakten zum Haus? Das Haus ist ein Triplex, also drei Apartments in einem Haus. Das ist ein umgebautes, ehemaliges Einfamilienhaus. Und das ist auch das Problem. Und zwar, es gibt nur einen Heizkreislauf. Das heißt, wenn die Mietpartei im Keller entscheidet, jetzt wird es richtig warm, dann wird es in allen Etagen richtig warm. Das muss man halt unterbinden. So, dann das nächste Problem ist, dieses Haus hat ein Kaltwasser, beziehungsweise der Wasserkreislauf ist auch von dieser einen Heizungsanlage abhängig. Die kriegt Kaltwasser rein und die macht warm Wasser für alle drei Etagen. Und das musste geändert werden. Und jetzt hatten wir Turnover in diesem Haus. Das heißt, zwei Parteien sind ausgezogen aus diesem Haus und nicht, weil wir so schlechte Vermieter sind, sondern ganz einfach, weil die unten, die haben ein Haus gekauft, die in der Mitte, die sind zu ihren Eltern irgendwie gezogen, andere Bundesstaat, whatever. Ganz oben, der Mieter ist drin geblieben, also konnten wir jetzt die anstehenden Renovierungsarbeiten, die der vorhergehende Eigentümer nicht gemacht hat, die konnten wir jetzt alle machen. Was der alles nicht gemacht hat, das schaust du dir am besten nochmal an. Da gibt es die Playlist zu diesem Haus, Charlie Harper, und da siehst du, wie wir das Haus gekauft haben, was hier alles im Argen lag und was wir jetzt machen müssen. Die Main Facts, du siehst es schon hinter mir, der Fußboden, darauf bin ich richtig stolz, das sieht geil aus. Das ist der Original, so circa 80 bis 100 Jahre alte Holzfußboden. Das ist der letzte Schliff, mehr geht nicht mehr runter, danach ist wirklich Subfloor, also dieser Unterfußboden heißt das. Fenster, naja, ist halt so, wir haben ein paar Fenster, das können wir uns mal anschauen, die müssen wir renovieren, die müssen wir noch rausnehmen, das kommt noch. Da sind die Fenster schon bestellt. Also hier siehst du zum Beispiel, das sind solche einfach verglasten Fenster. Und die haben hier noch so eine Kette drin, das heißt, das sind die Originale, die man so nach oben schiebt. Und da ist ein Gegengewicht in der Wand. Und dieses Gegengewicht, ja, zieht dann das Fenster wieder nach oben, das macht es ein bisschen leichter. Vorteil, es macht es leichter. Nachteil, einfach verglaste Fenster, macht keinen Spaß. Die werden noch ausgetauscht. Fenster haben aktuell eine Lieferzeit von 6 bis 10 Wochen, warum auch immer. Neue Farbe an den Wänden und wie gesagt, die Fußböden sind alle neu geschliffen. Sieht geil aus. Ja, was gibt es jetzt noch zu machen? Also hier sind jetzt alle Arbeiten eigentlich durch. Ein paar Reinigungsarbeiten sind noch zu machen. Und dann wären hier noch das Badezimmer. Das muss noch ein bisschen geputzt werden. Das ist aber auch schon alles. Also das ist wirklich in den letzten Zügen. Hier in der Küche, da haben wir jetzt ein bisschen was gemacht. Diese Küche hat eine neue... Was heißt Countertop? Arbeitsplatte. Sorry. Hat eine neue Arbeitsplatte bekommen. Da haben wir uns für Quartz entschieden, weil Holz, das kannst du nach 2, 3, 4 Jahren wieder austauschen. Quartz hält ein bisschen länger, ist leichter zu pflegen und ist nicht ganz so teuer wie Marmor. Oder, ja, genau. Was hier noch fehlt, ist der Wasserhahn. Das kommt aber noch. Was haben wir in dieser Wohnung noch? Wir haben noch eine hervorragende Terrasse. Das können wir uns mal anschauen. Also hier. Glänzt die Turnhalle, oder? Schön. Hier haben wir noch einen hervorragenden Balkon. Also hier ist so ein bisschen auf der unteren Terrasse von unten. Also das ist eine Terrasse, die ist überbaut. Und hier kann man schön den Grill hinstellen und eigentlich wirklich eine gemütliche Ecke. Jo. So, also Renovierungsarbeiten, die wir gemacht haben. Wasserkreislauf getrennt, Fußböden neu geschliffen, neu gestrichen, sauber gemacht, neue Fenster kriegt das Ding noch, zumindest ein Teil davon, die anderen gehen noch. Garage ausgeräumt, ausgemistet, wie verrückt. Ja, und das alles innerhalb von wenigen Wochen. Der Turnover für dieses gesamte Haus, der wird jetzt circa bei 4 bis 6 Wochen liegen. Also sagen wir eher Tendenz 6 Wochen. Das heißt, 1,5 Monate ist dieses Haus nicht vermietet und kostet faktisch nur Geld. Bevor es jetzt noch weiter Geld kostet, werden wir das auf den Markt werfen. So, und wenn wir es auf den Markkt werfen, das Erste, was ich immer mache, ist einen 3D-Scan zu erstellen, weil das unterscheidet uns quasi von den Wettbewerbern. Die potenziellen Mieter, die für dieses Haus hier in Frage kommen, ist nicht die untere Klasse, sagen wir mal so, die untere Einkommensklasse, sondern ist schon ein bisschen mehr.
Und die erwarten auch einen gewissen Standard und diesen Standard wollen wir bieten. Das heißt, wenn du ein gutes Produkt bietest, kriegst du gute Mieter. Bietest du ein schlechtes Produkt, entsprechende Mieter. So, Schritt 1, 3D-Scan erstellen. Also ich habe schon vor, glaube ich, eine ganze Weile mal eine Umfrage gemacht nach diesem Scan, wo ich gesagt habe, wenn euch ein 3D-Scan interessiert, wie man den erstellt, schreibt mir Scan drunter. Das habe ich jetzt die letzten, fast das letzte Jahr nicht geliefert. Wird jetzt geliefert, das heißt, heute das Video, wie erstelle ich einen 3D-Scan. Auf geht's, steigen wir ein. 3D-Scan ist für uns wichtig. Erstens hilft es uns, die Zeit am Markt zu minimieren, weil sowas unterscheidet vom Wettbewerb. Wenn man schlechte Fotos hat, kriegt man auch nicht die interessanten Mieter, beziehungsweise es verkauft sich halt schlecht. Wenn man 3D-Scan hat, kann man gleichzeitig dokumentieren, wie sah die Wohnung aus, bevor die Mieter eingezogen sind. Und für den Fall der Fälle, dass Handwerker da nochmal rein müssen oder sowas, kann man gleich aus den 3D-Scans den Grundriss rauslassen und mit diesem Grundriss dann den Handwerkern arbeiten. Hört ihr eigentlich im Hintergrund den Dudelsack? Jeden Tag um 15 Uhr spielt hier der Dudelsack. Unglaublich. Was gibt es zum 3D-Scan zu sagen? Ganz einfach. Welche Tools benutze ich, also welche Gerätschaften brauchst du, was auch immer, also da nicht überfordert sein, das ist nicht teuer, das Zeug, damit kannst du sofort loslegen. Das zweite ist, ich zeige dir, was ich so an Vorbereitungen treffe, damit die Fotos auch gut werden und die 3D-Scans auch aussagekräftig sind und auch eine entsprechende Qualität haben. Steigen wir ein, mit welchen Tools arbeite ich? Die Kamera, die ich benutze, ist die Insta360X, wie du hier siehst. Das ist die alte Version von diesen 360-Grad-Kameras. Da gibt es auch schon neue. Meine hat noch so einen Gummikopf drauf, weil ich mich kenne. Das Ding wird zerkratzt, so schnell es geht. Da sind eigentlich zwei Linsen drauf, also wie du hier siehst, so fischaugenmäßig. Und die machen zwei Fotos und rechnen das zusammen zu einem. Also somit hat man dann 360 Grad. Draufschrauben tue ich das auf diesen Manfrotto hier, das ist so ein Tripod-Ding, der ist eigentlich super praktisch. Mit diesem Tripod, den kann man überall hinstellen, der steht auf Treppen, der stand schon auf Baustellen, also auf allen möglichen. Funktioniert echt super, also draufschrauben, ausziehen das Ding und auf den Boden stellen. Fertig. Das waren die Tools, die ich benutze. Schauen wir uns jetzt an, was ist die Schrittfolge, wenn ich so ein Haus jetzt scannen möchte oder eine Wohnung. Bevor du die Aufnahmen vom Haus machst, mach dir erstmal einen Plan, wie sieht der Grundriss von dem Objekt aus. Also in dem Fall, meine Faustregel, ich gehe immer im Uhrzeigersinn durchs Objekt durch. Schritt 1, Plan machen. Schritt 2, mach alle Lichter an, alle Rollos hoch, mach die Bude so hell es geht. Ja, ich weiß, Fotografen würden mir jetzt widersprechen, viel zu viel Licht, bla 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 bla, mir egal. Die KI von Matterport, also der Software, die wir dafür benutzen, die kann damit umgehen. Die rechnet das wieder runter und macht dir hervorragende Bilder daraus. Also, auf geht's. Überall Lichter an. Siehst, alle Lichter sind an. Jetzt kann es losgehen. Jetzt gehen wir mit unserer Kamera montiert auf dem Tripod einfach mal durchs Haus und parallel dazu starten wir die Software Matterport auf dem Handy. Los geht's. Erstmal die Adresse eintragen, wo sind wir überhaupt, dann fängt er jetzt einfach an und wir können jetzt loslegen. Also Verbindung zur Kamera steht, das ist Wi-Fi oder Bluetooth und einfach aus dem Bild gehen von der Kamera. Also die Kamera steht gerade hier am Eingang und dann einfach immer nur dafür sorgen, dass man eben nicht im Bild der Kamera ist. Auf geht's, im Uhrzeigersinn durchs Apartment. Das heißt, der erste Schnappschuss erfolgt jetzt. Nachdem du das Geräusch gehört hast, kannst du jetzt die Kamera nehmen und einfach ein bisschen versetzen im Uhrzeigersinn durchs Apartment. Das ist nur meine Faustregel, das ist nicht die Regel für die Erstellung. Und dann kannst du damit loslegen. Hier am Eingang stand sie gerade und jetzt habe ich sie einfach ein Stück nach hinten versetzt, damit wir da einfach ein bisschen Movement haben. Und was du jetzt auf der Kamera schon siehst, beziehungsweise was du jetzt in der Matterport-App schon siehst, ist, was der schon alles fotografiert hat. Machen wir nächstes Bild, geht's weiter. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir durch dieses Apartment durch sind. Und immer schön aus dem Bild gehen. Wie du siehst, immer schön, dass sie halt noch irgendwie, dass die Kamera noch weiß, wo sie herkam und wo sie hingeht. Und du siehst in der Matterport-App, was die Kamera jetzt schon gesehen hat und wo wir gerade hier sind. Und immer schön verstecken. Und
Das machen wir jetzt für jeden Raum. Immer aus dem Bild. Und in so einem Fall, wo jetzt hier eine Zwischentür nochmal ist, also so ein kleiner Vorraum zum Bad, da musst du halt ein paar mehr Fotos machen, damit die Kamera immer noch Orientierung hat und weiß, wo sie eigentlich ist. Und jetzt sind wir auch schon rum am Ausgangspunkt und machen noch die rechte Seite bzw. die Terrasse, also diesen Balkon. Und das fotografieren wir auch noch mit. Mit der Reichweite muss man ein bisschen aufpassen, weil die Kamera steht da hinten und ich bin mit meinem Handy hier. Von daher, manchmal bricht dann einfach die Verbindung ab, aber das kriegt er auch wieder hin. Also der findet sich selbst. Und das war jetzt der gesamte Scan-Vorgang und wie du siehst, sind das jetzt insgesamt 25 Aufnahmen für dieses gesamte Apartment, was ein paar viele sind. Aber jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Schritt zu tun und zwar kann man hier in der App dann sagen, wo befinden sich die Fenster. Das braucht dann später die KI von Matterport, um rauszufinden, wie die Beleuchtung ist und wie das Ganze aufzubauen ist. Das heißt, da wählt man einfach hier aus, sagt Fenster, da ist der Innenraum, rückt die ungefähr dahin, dass der dass der Abstand stimmt und dass das so ein bisschen die Realität einfach widerspiegelt. Aber du siehst auch hier schon der Grundriss, das sieht super aus. Nur noch die Fenster einsetzen und dann bleibt nur noch eins, abschließen und hochladen. Und hier siehst du das Ergebnis dieser 10 Minuten, 15 Minuten maximal, die wir hier eingesetzt haben, um diesen Scan zu erstellen. Also von daher, das ging recht schnell. Und ja, ich finde das Ergebnis schaut auch ganz gut aus. Also hier vorne haben wir angefangen. Da war unser Ausgangspunkt, das kann man dann bei Matterport einstellen und dann kann man sich hier sehr schön durchs Apartment bewegen und kann gucken, wie diese Räume aufgeteilt sind, wie der Grundriss ist und vielleicht noch ein paar Details. Man kann sagen, okay, beim Einzug waren hier noch eine Steckdose oder eben da war ein Kratzer, da war kein Kratzer. Hier die Aufnahmen sind nicht so ganz scharf, also mit der Kamera, die ich benutzt habe, gibt es halt nur so eine Qualität, also 4K vielleicht noch ein bisschen mehr. Und bei den großen Kameras, da gibt es noch eine riesengroße, die dreht sich sozusagen. Also die hat so einen kleinen Motor, die dreht sich, macht 360 Grad Aufnahmen. Und die macht natürlich hochauflösende Aufnahmen. Das ist eine andere Hausnummer. Die kostet auch um die $5000, glaube ich. Also mit der kleinen 360 Grad Kamera ist man da recht schnell bedient und auch kostengünstig dabei. Die Aufnahmen hier kann man inzwischen, glaube ich, sogar mit dem iPhone machen. Also da gibt es eine Variante, wo man sagen kann, okay, statt der 360-Grad-Kamera connecte ich Matterport zu einem iPhone und kann dann ähnliche Aufnahmen machen. Aber der Faktor hier ist einfach viel bequemer mit dieser ganz einfachen, simplen 360-Grad-Kamera. Also die Ergebnisse sprechen doch für sich, oder? Das sieht doch geil aus. Was meinst denn du? Schreib mir in die Kommentare, ob das was für dich ist und ob du damit arbeiten wollen würdest und ob diese 10 Minuten, 15 Minuten, die ich hier aufgewendet habe, ob es das wert ist. Du hast gesehen, diese Schritte waren nun wirklich keine Zauberei. Diese kleine handliche Kamera kann viel und vergibt einem jede Menge Fehler. Ich nutze die Insta360 Stativ von Manfrotto und als Software benutze ich Matterport. Da gibt es auch verschiedene Kombinationen, andere Hersteller, andere Softwareplattformen. Vollkommen egal, ich arbeite mit diesen genannten Produkten. Links dazu findest du in der Beschreibung. Das Video ist nicht von Matterport gesponsert. Nochmal alle Schritte hintereinander. Was braucht es, um solche Aufnahmen zu erstellen? Ganz klar, im ersten Schritt brauchst du eine Software, mit der das Ganze läuft. In meinem Fall ist es Matterport. Du kannst aber auch andere Plattformen ausprobieren. Matterport funktioniert für uns am besten, also von daher Matterport it is. Matterport-Account erstellen, der ist auch kostenlos. Wenn du ein Objekt hast, wenn du mehrere Objekte hast, dann gibt es da einen Staffelpreis. App runterladen und installieren. Vorsicht bei der App, die ist riesig. Da musst du aufpassen, mach's am besten in dem WLAN. Unterwegs kann es sogar teuer werden, je nachdem. Software runterladen und installieren ist der erste Schritt. Kommen wir zur Erstellung, Schritt 2. Wenn du am Haus bist oder im Apartment bist, mach alle Rollos hoch, mach alle Jalousien hoch, mach alle Lichter an. Die Bude muss so hell sein wie möglich. Zu hell gibt's nicht, das kann Matterport runterrechnen, die KI von denen kommt damit klar, mach's so hell wie möglich. Schritt 3, überleg dir einen Weg, den du durchs Apartment oder das Haus gehen wirst. Geh ihn auch vorher mal ab. Mein Erfahrungswert sagt,
im Uhrzeigersinn hat sich für mich am meisten bewährt. Das macht Sinn, da vergesse ich immer nicht, wo ich war und ich vergesse das schnell. Und deswegen überleg dir eine Strategie, wo gehst du lang und geh den Weg einfach vorher mal ab. Und Schritt 4, mach deine Fotos. Stell die Kamera irgendwo hin, verschwinde aus dem Bild, versteck dich, wo die Kamera dich nicht sieht. Also wenn du die Kamera nicht siehst, dann sieht sie dich auch nicht. Drück auf den Knopf und du hast dein erstes Bild gemacht. Und das machst du jetzt im Uhrzeigersinn, im Apartment, so lange, bis du durch bist. Und das wiederholst du halt. Diese Schritte sind ganz einfach. Und Schritt 5, ganz einfach, in der App kannst du dann noch sagen, wo sind Fenster, wo sind Spiegel. Dann kann die Kamera das rausrechnen, beziehungsweise kann Matterport, die KI, berechnen, wo sind die Lichtverhältnisse am besten. Das ist aber keine Pflicht. Kannst du machen, musst du aber nicht machen. Ja, und Schritt 6, ganz einfach. Lade deine Bilder hoch in deinen Matterport-Account. Dann dauert es ein bisschen, bis Matterport die ganzen Sachen berechnet hat. Und dann kriegst du eine E-Mail, wenn es fertig ist und et voilà, da ist deine 360-Grad-Tour. Das war easy, oder? Wenn du Themenwünsche zu US-Immobilien hast, du willst irgendwas genauer wissen, mehr Deal-Analysen, du willst wilde Objekte in Philly sehen, die wildesten Gegenden, schreib mir das in die Kommentare, dann kommt auf jeden Fall Content dazu, versprochen. Kann halt ein bisschen dauern, wie bei diesem 3D-Video hier, das habe ich vor einem Jahr versprochen, aber es kommt Content dazu. In diesem Video hast du die Einsatzmöglichkeiten und die Anwendung von diesen 360-Grad-Aufnahmen gesehen. Die Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich und die Vorteile liegen doch ganz klar auf der Hand. Du kannst tolle Bilder machen, ohne dass du ein Fotograf bist. Es fällt sogar ein maßstabsgetreuer Floorplan, also ein Grundriss von den Objekten, einfach ab. Das ist sozusagen ein Abfallprodukt von diesen Matterport-Aufnahmen. Beispielsweise könntest du als Makler Interessenten durch eine Wohnung schicken, ohne dass du vor Ort sein musst. Und wenn sie dann wirklich die Wohnung sehen wollen, hast du keine Zeit verloren, die keine Zeit verloren und ihr verabredet euch an dem Objekt und geht gemeinsam durch. So kann man vorfiltern, wirkliches Interesse. Fragen vorab, die Leute können sich vorbereiten, ihre Hausaufgaben machen. Du kannst die Technik auch für Handwerker einsetzen. Die können vom Schreibtisch aus sich das Objekt anschauen, können Abmessungen machen, können da durchgehen, virtuell einen Eindruck bekommen und können dir dann ein Angebot geben. Dementsprechend ist doch super. Die haben keine Zeit verloren, freuen sich darüber, können mehr Angebote schreiben. Du hast keine Zeit verloren. Also ideal. Oder auch zum Dokumentieren des Zustandes. Wir benutzen diese Technik ganz intensiv im Property Management. Zum Beispiel, wenn wir mit Investoren aus Deutschland zusammenarbeiten, dann kriegen die, bevor sie in ein Objekt investieren, einen 3D-Scan von teilweise auch der Bruchbude, um einen Eindruck zu bekommen, was der Renovierungsbedarf ist, wo es klemmt, wie der Fortschritt ist, wie das Haus jetzt ausschaut. Und das kriegst du natürlich am besten in Deutschland von der Couch mit einem 3D-Scan mit. Im Property Management setzen wir es auch ein, zum Beispiel bei Mietern. Also bevor der Mieter einzieht, machen wir einen 3D-Scan. Nachdem der Mieter auszog, machen wir einen 3D-Scan. Das vermeidet Diskussionen, wenn der Mieter sagt, ja, der Schaden, der war aber vorher schon da. Mm-mm, war er nicht. I can prove it. Du siehst, das Potenzial ist riesig. Und wie du es angehen kannst, um mit dieser Technik oder dem Einsatz dieser Technik Geld zu verdienen, das verrate ich dir im nächsten Video. Jetzt hast du das Ende dieses Videos erreicht. Falls du keine meiner Episoden mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir ganz klar, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. YouTube informiert dich, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ein Like schadet dir nicht, tut keinem weh und hilft dem Kanal ungemein. Also vergiss nicht, den Like da lassen. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.